Sie sind hier, 15. September 2018, 11.08 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Marcel Schuhn wird dem SV Sandhausen ca. 6 Wochen fehlen. Urheberrecht Getty Images. Hiobs Botschaft für den SV Sandhausen. Torhüter Marcel Schuhn wird längerfristig ausfallen. Einen Teamkollegen hat es noch schlimmer erwischt. Zweitligist SV Sandhausen muss bis zu 6 Wochen auf Torwart Marcel Schuhn verzichten. Der 25-Jährige hat sich im Training einen Syndesmoserriss zugezogen. Schuhn hatte in den ersten beiden Saisonspielen im SVS-Tor gestanden, war nach den Niederlagen in Fürth 1:3 und gegen den HSV 0:3 aber durch Neuzugang Niklas Lomp ersetzt worden. Sandhausens Rechtsverteidiger Ken Gibson wurde nach seinem doppelten Bänderriss in der Schulter am Freitag operiert. Der 22-Jährige fällt voraussichtlich für den Rest der Hinrunde aus.